wir wussten auch ja nicht, was wir als Punks jetzt machen müssen. Also man hat dann die Zeitungen sich durchgelesen und sich irgendwelche Fotos angeguckt. Der eine hatte ein Schloss im Hals, der andere hatte eine Sicherheitsnadel so an der Jacke. Und dann wurde dann eben auch gemacht, hat man hier was abgeschnitten und mit Nadeln den Ärmel wieder so rangeheftet. Ich glaube, das ist auch nie, es ist schwer von sich selber zu sagen, ich bin Punk. Aber das war wirklich, also die Einstellung und die Musik waren es eigentlich, was spannend war. Wir haben es eben gemacht, so gut wir konnten. Ein bisschen später als die Westler bestimmt.